Mystic Initiations of Divine Wisdom. Tauche ein in die magische Welt der Pyramiden und Tempel im Ägypten-Retreat mit Nahisji. Nahisji reist weltweit an unterschiedliche Kraftorte, die ihr übermittelt werden. Ihre feinstoffliche Präsenz empfängt die hochschwingende Energie dieser Orte sowie das Urwissen, das in ihnen gespeichert ist. In zahlreichen Initiationen überträgt sie das Empfangene an den Energiekörper der Menschen, wodurch alte Blockaden und begrenzende Glaubenssysteme gesprengt werden. Dies erinnert die Menschen an ihre höchste Kraft, die zur Anhebung ihrer Bewusstheit und zur Heilung führt. Nahisjis tiefe Verbundenheit mit Mutter Erde wirkt durch ihre Mission, Menschen an Kraftorten mit dem dort gespeicherten Wissen zu initiieren. Dabei fließt individuell genau der Teil zu ihnen, der sie in ihrer aktuellen Seelenentwicklung anhebt. Ausgerichtet durch ihre Präsenz bereitet Nahisji die Menschen durch wegweisende Worte in Satsangs sowie kraftvolle Energieübertragungen auf die energetische Arbeit an den Orten vor. Die erste Station des Ägypten-Retreats führt uns nach Kairo, an die Pyramiden von Gizeh. Die Königskammer in der Cheops-Pyramide verfügt über eine hohe Schwingung des Christusbewusstseins, die eine Frequenz aussendet, die der Bewusstheitsanhebung der Menschen dient. Nahisji wird dich durch geführte Weisungen an und in den Pyramiden auf unterschiedlichen Energieknotenpunkten positionieren. Durch praktische Übungen, die du dort erlebst, wirst du mit der Schwingung deines Herzens synchronisiert, die dem Christusbewusstsein entspricht. Von Ort zu Ort wirst du Zeuge davon sein, wie sich deine inneren Räume weiten und einschränkende Blockaden und Traumata auflösen, wodurch bewusstes Erkennen dich zur Heilung führen wird. Die Reise setzt sich fort auf dem Nil, der nährenden Quelle Ägyptens, dem Fluss, in dem die Kundalini-Kraft gespeichert ist und der noch immer in seiner reinigenden, lebendigen Qualität wirkt. Er repräsentiert den Pfad der Erleuchtung, der dir offenbart, was durch dich gelebt werden will. Von Kairo führt die Reise uns weiter in den Süden Ägyptens, nach Luxor, und von dort in die magischen Tempel von Horus und Hathor. Der Horus-Tempel in Edfu bildet das Zentrum der Schöpferkraft, an dem Horus und seine Gefährtin Hathor durch ihre heilige Verbindung auserwählte Schüler durch diverse Rituale in der Bewusstwerdung lehrten. Dieser Tempel enthält eine enorme Bibliothek des universellen Wissens über die dort praktizierten Rituale auf dem Weg zum bewussten Erkennen. Auch du wirst durch die zuvor geschehene Vorbereitung den Teil dieses gespeicherten Wissens, der deiner Seele aktuell bestimmt ist, aufnehmen.
Der Hathor-Tempel in Dendera steht für die Kraft der Hingabe. Hathor, die den Aspekt der kosmischen Mutter verkörperte, lehrte hier ihre Schüler durch den Weg der Hingabe, das Fühlen der Gefühle. Dies ist genau der Weg, den auch Maria Magdalena zu ihrer Zeit den Menschen vermittelte. In den unterschiedlichen Räumen dieses Tempels mit ihren speziellen Schwingungsqualitäten wirst auch du in den Raum der Hingabe eintreten können. Dieses Retreat ist eine intensive Reise zu deinem wahren Selbst. Jeder Ort weckt einen noch verborgenen Aspekt in dir. Tauche ein in eine magische Zeit, die das Feuer in dir für deine wahre Kraft zündet.